Servus und herzlich willkommen zu den Map News. Ich bin Jogge und präsentiere euch heute wieder neue Karten und auch geupdatete Karten. Natürlich sind die Download-Links und die Timestamps unten in der Beschreibung für euch hinterlegt. So, und es geht los mit der Angewinn-Landschaft oder Angewinn-Country. So, die Karte ist vom LS19 konvertiert worden und wie soll ich sagen, es ist wirklich eine schöne Karte. Mir gefällt sie wirklich sehr gut. Vor allem, es gibt keine richtigen Felder, es ist Forst vorhanden und der kostet schon jede Menge. Man kann sogar die Straßen hier mitkaufen. Ja, eigentlich nicht schlecht. Produktion haben wir keine, Verträge gibt's. Einen Kuhstall haben wir schon. Stadtverzeuge haben wir auch. So, da passt auch alles. So, gut. Dann schauen wir uns mal kurz die Stadtverzeuge an. Ich springe ehrlich gesagt mal schnell durch. So, da haben wir mal den Stadthof. Klein und fein. Die Karte an und für sich gefällt mir sehr gut, vor allem sie ist nicht komplett flach. Es gibt einen Schweinestall, zwei Kuhställe, zwei Schaustelle, eine BGA und jede Menge kaufbare Flächen. So, da haben wir Viehmarkt, Elektroladestation, da haben wir große Gewächshäuser. Da gibt es die Käserei, Schreinerei, Sägewerk. So, und die ganze Karte jetzt komplett fertig durchschauen, das würde die Zeit für mein Video sprengen. Insgesamt haben wir 155 Felder. So, dann. Es sind Patronen auf der Karte versteckt, die man kauft. Die diverse Preise haben. Nämlich auch leicht sind es 5000 Euro, schwer 50.000 Euro. So, gut. Und diese Karte ist auch für PlayStation, Xbox und natürlich PC. Es gibt auch schon ein Update, nämlich auf Version 1.0.0.1. Nämlich da wurde die falsch platzierte Wasserplane angepasst. So, und natürlich gibt es Straßenverkehr. Schaut wirklich gut aus. Das heißt, der Helfer geht oder sollte auch funktionieren. So. Das war's dann eigentlich mit dieser schönen Karte. Ich suche noch irgendwelche schönen Gebiete, aber wie soll ich sagen, an und für sich gefällt mir diese Karte. Und bevor ich es vergesse, die Karte kommt von Mile LTA. Und damit auf zur nächsten Karte. Und weiter geht es mit der Zitzichow von Simon345 Oale Padaka. Und Oale Padaka. So, diese Karte, Version 1 natürlich. Und es gibt 5 Dörfer, 5 Bauernhöfe, 133 Felder und Wiesen und 173 kaufbare Ackerflächen. Wenn es stimmt. Aber ich glaube eher nicht. Da hat es sich etwas verschrieben, außer es sind Hektar. Ich glaube, das sind Hektar. So, 20 Verkaufsstellen, BGA-Tankstellen und eine Biomethan-Tankstelle. Und das ist, so wie das ausschaut, auch die BGA zugleich. Gefällt mir sehr gut, muss ich ehrlich gestehen. So. Was haben wir mal da? Keine Produktionen, Verträge haben wir da, Tierställe sind auch noch keine da, Stadtfahrzeuge schaue ich natürlich auch gleich durch. So, und man kann soweit alles verkaufen, wie ich sehe.
Das wurde verändert, nämlich Reiz und Gerste wurde verändert. Raps wurde minimiert etwas. Ja, sonst. Ja, es wurde etwas verändert. Ist aber in Ordnung. So, an und für sich schaut die Karte ja mal nicht so schlecht aus. In Flugmodus. Ja, ist sie eben. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dieser Region eigentlich ausschaut, aber gut. Es gibt auch polnische Nummernschilder und ich wollte ja die ganzen Stadtfahrzeuge durchschauen. So, kalt gibt es animierte Türen und Lichtverkehr und Fußgänger. Hat man auch. So, noch etwas. Ja, drei Wasserstellen gibt es. Das sind Hydranten nämlich. So, platzierbares Silos auf der Farm, platzierbares Haus auf der Farm. So, Geländetexturen, extra benutzerdefinierte Geländetexturen, auch Texturen für Gras und Dekofoliage. Also, da ist jede Menge gebaut. So, und da hätten wir eigentlich einen Hof. Wenn ich mich jetzt finden würde. Wo bin ich? Das ist blöd. Auf jeden Fall hätten wir hier einen Hof. Da wäre ein Hof. Wo wäre dann noch einer? GR3. Okay. Also die Höfe sind mit GR. Schätze ich mal, dass sie mit GR markiert sind, weil das ist einer. Okay, und ja, aber ich schätze, der Hof wäre zum Erweitern. Kann man auch machen. So, gut. Dann kommt wieder gleich einmal die nächste Karte. Und weiter geht es mit der Clarkson Map in der Version 1.0.0.1. Die Karte kommt von MN99 und in dieser Version wurde so einiges geändert und um den Spielstand beizubehalten, muss man den Info-Layer quasi die Info-Layer Map US Info-Layer aus Info-Layer von der Karte selber in das Savegame verschieben und ersetzen. Haftung wird natürlich keine übernommen. Steht bei Forbidden Mods in der Version beschrieben auch alles da. So, es gab nämlich auch folgende Fehler, die behoben wurden. Nämlich die Bäume, die auf der Straße waren, wurden entfernt. Weiters die Fehler bei Feldeinfahrten wurden behoben, Infolayer, Kalksprayer und so weiter wurden behoben, eben das, was dann verschoben gehört. Dann geht's weiter. Die fehlerhaften Sammelstücke wurden ausgebessert. Eine zweite Hofeinfahrt gibt es auch jetzt beim Silo. So. Ja, Clarkson, eine Karte für, ja, große Maschinen. Aber dadurch, dass das Video nicht zu lang werden soll, gehen wir gleich einmal weiter. Und weiter geht's mit der Nordermarsch Version 2 von LS Schleswig-Holstein. So, da haben wir mal die ganzen Fahrzeuge zur Verfügung. Damit kann man schon was anfangen. Dann gibt es natürlich, ja, wie man sieht, schaut gut aus. Dann gibt es was Besonderes, nämlich da haben wir eine Biogasanlage um 0 Euro mit, ja, 4 Fahrsilos. Aber diese Fahrsilos muss man auch extra kaufen. Ist eine gute Sache. Da haben wir eine Müsli-Fabrik und alles dran und dran.
Da haben wir dann, wie man hier sieht, einen Platz für ja, platzierbare Gebäude oder Produktionen, je nachdem, was man halt selber will. Es gibt auf der Karte zwei Höfe, zwei Unternehmen, zwei BGAs, Wasserstellen, Gewächshäuser und Produktionen. So, im Allgemeinen die Biegelsanlage habe ich gerade gekauft. Verträge hat man. Die ganze Stelle, Hühnerstall, Schweinestall, zweimal Kuhstall mit Fütterungsroboter, Schweinestall, Hühnerstall. So, Stallfahrzeuge haben wir auch schon angeschaut. So, gibt es dann sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, schauen wir uns mal die Höfe kurz an. Und ja, der Mapper hat auch noch zusätzlich eine zweite Karte hineingepackt, weil die Karte muss man entpacken, weil das ist eine RAR-Datei und da ist eine Karte, nämlich die Singleplayer-Karte drin und die zweite Version ist die Karte für Multiplayer. Die funktioniert so wie üblich auch, weil er hat sie deswegen so gemacht, weil ihm so ein paar Leute gefragt haben, ob man die ganzen Höfe auch im Singleplayer nutzen kann oder könnte. Finde ich super, dass er das so macht. Und ja, mehr gibt es leider nicht zu sagen. Und natürlich kommt jetzt die nächste Karte. Die Wola Brudnowska von ABT Frankie gibt es jetzt in einer neuen Version, nämlich in der Version 1.2. So, man hat 4 Bauernhöfe und die Stadtfahrzeuge sehen wir bei GR4. Das sind die Höfe 1, 2, 3, 4 Höfe, so ziemlich zentral gelegen. Die Felder sind lang und ja, man kann sie sicher auch zusammenlegen. Im Großen und Ganzen gefällt mir das richtig gut. So, keine Produktionsverträge, keine Ställe, Stadtfahrzeuge schauen wir uns gleich an. Verkaufen, Kleidung, Honig geht nicht, Brot geht nicht, Diesel geht nicht. Ja, wenigstens die Standardsfrüchte, sowas, wenigstens das so durchschaue. So, da wurde auch nichts geändert. So, gut. Weiter im Text. Biogasanlage gibt es auch, da haben wir Zitor. Johnny. Rostelmarsch, Johnny und wieder der Zitor. So. Und so schaut der erste Hof aus. Klein und fein und das gefällt mir ja auch. So, Sägewerk gibt es, Biogasanlage. Ja, Biogasanlage habe ich schon gesagt. Ja, natürlich gibt es auch Wälder hier und die sind auch zum Kaufen. Das gefällt mir. So, an und für sich wirklich eine eigentlich recht schöne Karte. Oder so halbwegs schöne Karte für meinen Geschmack. Die Felder schauen auch nicht mehr so schlecht aus. So, geändert wurde auch schon was. Nämlich die Jahreszeiten sind jetzt unterstützt. Verkehr gibt es, neue visuelle Änderungen. Neuer Kuhstall, Hühnerstall wurde bei GR4 hinzugefügt. Die Hühner laufen dabei auch im Hof herum. Ist mal was Neues. So, Silage Silo Pedial wurde leicht verbessert. Neue Tore, neue Pflanzen und Substrattexturen. Zusätzliche Sons wurden auf der Karte hinzugefügt. Einige Lockfälle wurden behoben und Baumwolle wurde von den Fellmissionen entfernt. So. Gut, passt. Das war's dann soweit mit dieser Karte. Und natürlich kommen wir zur nächsten. Und weiter geht es mit der Alps von CS Modding. So, das ist die Version 0.8 und er schätzt, dass im Februar, Korrektur im April, die Version 1 rauskommt. Er hat auch noch eine andere Karte, auf der er weiterarbeitet, deswegen wird es etwas dauern. So, er hat einige Videos und Kommentare durchgelesen und
Er hat einige Fehler behoben. Es gibt Fehler aber noch in der Log. Aber das hat mit der Firmware zu tun. Und den Shop hat er auch überarbeitet. So, dann mal die Tankstelle neben dem Shop. Schaut auch gut aus und im Großen und Ganzen gefällt mir diese Karte, vor allem weil sie sehr bergig ist. Und ja, also, wie soll ich sagen, mit Großmaschinen macht man hier auf der Karte nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir zur nächsten Karte, weil sonst hat sich nichts verändert. Und Leute, die die ganzen Berge und Forst lieben, also denen wird es auf dieser Karte sicher so schnell an nichts fehlen. So, der Bauernhof Bogota Mata hat eine Aktualisierung bekommen auf die Version 2.1. Und man muss die Datei entpacken, es sind nämlich zwei Mods drinnen, ohne die sollte es nicht funktionieren, beziehungsweise zumindest mit einem. So, was haben wir da? Die Karte kommt von Daroka. Die Karte wurde verbessert. Zumindest auch die Animation vom Reis. Und ich schätze mal, das dürfte der hier sein. Aus, ja, das schaut nach Reis aus. So, die Bodentexturen haben eine Änderung bekommen. Es gibt auch neue zusätzliche Kulturen, nämlich, ja, außer Reis, nämlich Roggen und Hirse. So, ich schau mal schnell noch durch. Drei Hühnerställe, Schweine, Kühe und Schafe. So, Stadtfahrzeuge schau ich mir auch noch kurz durch. Apropos, ich glaube, wenn das hier nicht eingetragen ist, wird das nicht ganz funktionieren. Ist aber im Großen und Ganzen, ja, das ist wieder die, so eine Rundfahrt, wo man quasi düngen kann und spritzen, je nachdem, was man braucht. Reiskulturen-Updates, Baumtexturen wurden geändert, andere Baumtexturen gibt es und ja. Damit wäre eigentlich alles erledigt. So, das ist der erste Hof, da hat man auch schon Reis, da hat man die Bäckerei, Schneiderei, Fahrzeughändler und alles drum und dran. Das sind noch Silos, da haben wir Sägewerk. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber okay, Sägewerk, alles drum und dran. Und ja, im Prinzip ist das eine portugiesische Karte und ja, ich hoffe, so schaut es auch in Portugal aus. Gut, dann aber weiter zur nächsten. So, weiter geht's. Giants Island 2022 von Chaos Dead 1418. So, Starfahrzeuge sehen wir hier. Alle gleich. Schauen wir uns schnell kurz an. So. Gut. Bauernhaus. Die Felder sind von S bis XL. So, Version 1.0.02. So. Der Garderobenauslöser. Quasi der Garderobenträger im Bauernhaus wurde eingebaut. Natürlich auch der Schlafträger. So, Kraftstation für Kalk ist jetzt wieder am Hafen. Kuhstall im Haupthof ist jetzt größer. Jetzt auch mit größerer Tierkapazität und Fütterungsroboter. Finde ich wirklich gut. So, ist ein neues Safe Game notwendig für diese Änderungen? Feldwege sind jetzt auch grasfrei, damit auch Felder zusammengelegt werden können. So, das war's soweit mit dieser Karte und natürlich
gibt es auch, das muss ich sagen, zusätzliche Früchte, nämlich da mal Roggen, Dinkel, Tritikale, Hirse, Reis, Karotten, Hanf und Senf. So, haben wir dann sonst noch was Interessantes? Kuhstall, Fütterungsprodukte, Hühnerstall, Schafstall, Schweinestall, Groß, ja, Stallfahrzeuge, Verkaufsstellen, schon alles soweit. Gut aus, dann Mineraldünger, gut, Mineraldünger braucht man nicht unbedingt. Ja, das ist auch schön eingetragen. Perfekt. Also eine Karte, wo man sicher viel Spaß haben kann. So, die letzte Karte für heute ist die Elm Creek Gold Edition V4. So, die Elm Creek V Gold, die Fälle wurden angeblich etwas realistischer gestaltet, die Höfe sind sowieso da. Es wurden einige Fehlbehörden, die natürlich während des Baus aufgetreten sind. Weiters wurden die Farmgebiete komplett überarbeitet. So, da passt auch alles. Natürlich die ganzen Standardfahrzeuge. Jo. Und die ganze Karte ist auch bereit. Naja, das passt irgendwie nicht so richtig daher, aber gut. So, ich glaube, da ist was schief gelaufen, oder ist das Absicht? Ich weiß es jetzt nicht. Mitten im Feld, dass man die ganze Stelle hat. Naja, okay. Gut, wurde sonst noch etwas gemacht? Nein, das war soweit auch alles. Gut, dann würde ich aber sagen, wir schauen zu unserer Umfrage. Und ich habe gefragt, ob ihr mehr Produktionen wollt. Und die Mehrheit sagt ja, nämlich 47%. 70% muss nicht sein. Ja, ich bin ehrlich gesagt so quasi zwischen ja und muss nicht sein. Es gibt ein paar natürlich Produktionen, die man schon noch hinzufügen könnte. Mir egal, sind es 15%, dann nein, sind es 8. Und Kekse wollen 14%. Das war eine kleine Spaß-Antwort und ja, ist auch eine Antwort. Ich will Kekse. Gut, passt. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, schaut auch meine anderen Videos an. Wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.